Experiment Elektrophoros und morgen wird es wahr. Manfred Säuerling und Georg Rosenrunge, beide Jahrgang 1948, sind seit ihrer gemeinsamen Internatszeit enge Freunde. Beide sind vaterlos aufgewachsen. Manfreds Vater wurde in den Wirren des 17. Juni 1953 in Berlin erschossen. Unter glücklichen Umständen war es Manfreds Mutter gelungen, mit ihrem kleinen Sohn kurz vor dem Mauerbau in den Westen zu fliehen. Georgs Vater, ein schwarzer GI, wurde bereits vor der Geburt seines Sohnes in die USA zurückverlegt. Die beiden Freunde teilen die Begeisterung für Abenteuerreisen in ferne Länder. Im brasilianischen Busch hätte ein Schlangenbiss für Manfred fast tödlich geendet. Er überlebt dank der Hilfe seines Freundes und der kolumbianischen Krankenschwester Odalis, in die er sich verliebt und in Deutschland eine Familie mit ihr gründet. Manfred nimmt seine Rettung zum Anlass, sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit beim Tropeninstitut in Hamburg auf die Antiserenforschung zu konzentrieren. Dabei ist er sehr erfolgreich und gelangt zu den höchsten Anerkennungen bis zur Nobelpreisnominierung. Doch dazu parallel hat er sich einer fixen Idee verschrieben, wie es sein Freund Georg bezeichnet, der als Fachmann für Speicherungstechnik arbeitet. Angeregt durch die Hinweise, die sie auf ihren Abenteuern und von den Eingeborenen im Amazonasgebiet bekommen haben, erforscht Manfred exotische Insekten, Reptilien und Fische, die im Zuge ihrer Beutejagd, ihrer Verteidigung oder ihres Paarungsverhaltens elektroplaxe Energien freisetzen. Manfred träumt davon, diese Energie zu speichern und sie den Menschen zur Verfügung zu stellen. Er errichtet heimlich ein privates Forschungslabor und hält engen Kontakt zu Pedro, dem Mexikaner, der sie auf ihren Expeditionen begleitet hat. Pedro gibt ihm neue Hinweise auf unbekannte elektroplaxe Wesen. Den entscheidenden Durchbruch, erzählt Manfred, während einer Japanreise. Auf einer Koi-Farm studiert er die Tierhaltung und Fütterungstechniken und weiß nun, wie er seinen Traum von der Erzeugung elektroplaxer Energien umsetzen kann. Beiden gelingt es, den ehrgeizigen Bauunternehmer und Bürgermeister einer kleinen Gemeinde bei Hamburg für diese Idee zu begeistern. Die Pilotanlage wird Realität, in der bis zu 20.000 Zitterale der Spezies Electrophorus electricus gehalten werden können. Diese Pilotanlage erfüllt alle Erwartungen und sorgt für weltweites Aufsehen. Der Kampf mit den monopolisiert organisierten Energiekonzernen beginnt. Das Buch Experiment Electrophorus mit dem Untertitel Und morgen wird es wahr ist über Amazon bestellbar.